Solange es hell ist, müssen wir natürlich los, ne? Ist klar. Wir sind auf der 41. großen Insel. Und haben unser 30. Tier gerettet. Unser 50. Schwein gekillt. Und da oben ist unser 51. Schwein. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie das sein kann, wie man auf 40 Inseln 50 Schweine findet. Ja, man hat ja einige doppelt, ne? Es gibt ja nicht nur ein Schwein meistens auf der Insel. Also drei Schweinen bin ich noch nicht begegnet. Aber zwei auf einmal auf alle Fälle. So, wo ist es? Da. Verfehlt. Boah, jetzt ist es aggro. Jetzt ist es aber aggro. Huch, fast runtergefallen, ne? Oh, das war aber knapp. Wäre fast hier runtergerutscht. Okay. Heilsalbe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen jetzt nur kurz natürlich die Beeren mit. Krass, das ist schon wieder eine Insel ohne Adler. Und ein Baum ohne... mit Loch. Aha. So. Und so. Dann haben wir nämlich das da. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt rentiert, mit dem Fernglas zu schauen. Auf der Insel ist schon mal kein Tier. Das sehen wir schon mal von hier oben. Dann gucken wir mal weiter. Hier sind ja diese Fischis. Ja, wir gehen auf alle Fälle auch mal wieder runter. So, hier ist nichts. Warte mal, die andere Insel ist auf der anderen Seite. Wo ihr ja auch schon meintet, da könnte ja... da könnte ja auch eventuell ein Tier drauf sein. Vor allem, weil wir ja noch besondere Tiere suchen. Aber wie ihr seht... oh, da ist ein Lama. Ein Lama. Ein Lama ist da. Ja, dann holen wir es uns, oder? Klar. Zack. Vielleicht sehen wir ja auch rein zufällig noch ein weiteres Tier, was hier rumeiert. Huch, jetzt ist es vorbeigehoppelt. Da, 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 da. Du entkommst mir hier nicht auf der Insel. Oh. Das war schlecht. Nee, hier ist aber kein weiteres. Das wäre uns begegnet. Das wäre uns begegnet. Das hätten wir jetzt gesehen. Verfolgungsjagd mit einem Lama. Ach, hör mir doch auf. Wieso treffe ich ihn auf einmal nicht mehr? Das gibt's ja nicht. Zielwasser saufen. Ich komme hier nicht hoch. Das ist so geil. Ich traue mich gar nicht mehr abfeuern. Auf einmal dreht sich's wieder. Jetzt hab ich's. Heiliger Bimmelrabammel. Mannometer.
So. So, wie siehst du, wieder nur zwei Tiere, ein Schwein, nee, zwei Schweine, zwei Lamas. Wie gesagt, die Vögel sind ziemlich rar geworden. Und ich bin echt gespannt, wie lange das noch dauert, bis wir unsere zwei fehlenden Tiere finden. Dieses der weiße Vogel und die weiße Ziege oder weiß-schwarz. So. Und flupp. Und dann gehen wir wieder an unsere Stelle, dass wir Bescheid wissen. Das ist das 31. Tier. Also Lama 31. Und flupp. Und 31. Zack. Und es nebelt wieder. Doch wunderbar. So, wir essen was. Dann ist es nämlich weg. Wir sortieren uns kurz weg. Dass wir wieder freie Fläche haben. So, wo ist es? Hier. Dann haben wir das, was wegkommt. Und wir haben noch erhalten. Scharnier. Wir haben noch vier Beeren erhalten. Und wir haben so, das noch. Wir haben 29 Pfeile, das ist wunderbar. Ja, du auch. So, wir brauchen aber unbedingt den da noch. Das kann jetzt weg. Ja, das lasse ich auch mal drin. Das stört jetzt nicht. Wir brauchen das da und dann nehme ich auch noch mal parallel das da mit. Das kann mal kurz weg. Und ich hätte noch gerne Pfeil und Bogen. Ich weiß zwar nicht, ob wir es dann noch brauchen werden, aber mal. Da. Einfach mal zur Sicherheit. Planken. Und Glibber. So, dann können wir das hier nicht wieder wegsortieren. Boah, jetzt nebelt es richtig krass. So wenig wie möglich mitnehmen. Dann haben wir hier nämlich das und das und der Rest tut nicht weh. Ja, richtig übel, ne? Sieht aus, als ob es richtig übel. Es wird aber auch dunkel. Wird es dunkel? Ja, es wird dunkel. Wir müssen schon wieder schlafen, oder was? Aber wahrscheinlich können wir jetzt noch nicht schlafen, ne? Ich tue mir hier mal das Holz ein bisschen her. Ich probiere mal zu schlafen. Ne, es ist noch zu hell. Weil die Lampen schon so angehen. Aber so sehen wir jetzt unter Wasser ja überhaupt nichts. Was sagt denn ihr dazu? Klar, es regnet gerade. Deswegen sehen wir jetzt nicht, was hier wie wo noch fehlt. An Batterie. Aber das gefällt mir hier jetzt schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir das nämlich perfekt abgegrenzt. Und dann passt es nämlich. Ja, das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Wenn man sich so selber lobt, gell? So, mal die Eier mal zur Abwechslung mitnehmen. Hier liegt auch noch ein Ei. Ja, dann gehen wir auch jetzt schlafen. Da liegt noch ein Ei.
Jetzt könnten wir, glaube ich. Ja. Wunderbar. Jetzt müssen wir wieder ein kurzes Momentchen warten, dass das Licht angeht. Oh, was ein Sud, oder? Ich wollte ja auch noch mal gucken. Also gerade wenn jetzt der Nebel vorbei ist, ob wir vielleicht irgendwas sehen. Ihr wisst schon, unsere Mission Impossible. Flupp. Und flupp. So. Die Eier tue ich immer weg. Ist auch wieder ein bisschen überfordert. Und dann gucken wir mal. Wo ist eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen. Unter uns vielleicht. Ist vielleicht auch noch so eine Fischstelle. Oh, wir sehen eigentlich gar nichts. Hm. Vor allem jetzt würde uns der Hai auch mega nerven. Ja, oder wir ziehen doch weiter. Ah, wie lustig. Nee. Jetzt haben wir es geplant. Ich laufe jetzt erstmal auf der Insel rum. Ja, ist echt doof, dass man nichts sieht. Ich meine, jetzt gerade geht's wieder, ne? Aber wenn es manchmal so richtig übel ist, dann macht das keinen Spaß. Das nehmen wir uns mit. Ohne Gefahr. Und dann möchte ich gerne noch hier runter gehen. Sollte uns doch eigentlich erstmal der Hai in Ruhe lassen. Normalerweise. Ah. Bruce. Bruce der Hai. Passt irgendwie auch der Name. So. Ja, wir nehmen uns auch wieder Ton mit. Und warum auch nicht? Wir brauchen auch wieder Ton. Ja, natürlich. Ich meine, wir brauchen nicht unbedingt Ton, aber ihr wisst ja, ich bin immer auf der sicheren Seite und ich bin auch immer dankbar dafür, wenn ich looten kann, was das Zeug hält. Jetzt lassen wir es aber auch mit uns machen, gell? Wo ist denn der Fisch? Da. Nee. Where's the fish? Haben wir wenigstens wieder was. Nein, du lässt mich in Ruhe. Kusch. Wieder was zum Schmelzen. Wieso ist denn hier kein Fisch? I'm very irritated. Vielleicht versteckt er sich wieder. Das hätte ich nicht gedacht. Es geht ganz schön schnell. Oder? Das geht. Und der Sud ist immer. Der wird ja immer schlimmer. Das ist sehr irritierend. Dass wir so schnell gestorben sind. Eieieiei. Not gehe elend.
Da, wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Nehmen wir uns mit, was geht? Habe ich die Kiste mitgenommen? Nö. Der hat uns vorher noch bekommen, der Bruce. Ja, komm, dann gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Siehst du, das dachte ich mir nämlich schon. Und den machen wir dahin und dann sind wir wieder am Start. Ich bin nur irritiert, dass hier gerade. Ja, natürlich. Dass hier gerade wieder mal kein Fisch ist. Aber hier, das nehmen wir uns natürlich mit. Boah, der ist manchmal, der ist echt so aggro. Dafür können wir gar nichts. Wir können doch gar nichts machen. Außer ausweichen und Loot, Baby, Loot, Loot. Loot, Baby, Loot, Loot. Es sind keine Fische am Start. Das ist aber auch egal. So. Zack. Zack. Hier kann man noch ein bisschen Ton mitnehmen. Und Schrott. Die Muschel lasse ich liegen. Da lasse ich auch die Muschel liegen. Ich weiß, irgendwann werde ich es wahrscheinlich bereuen. Das sage ich jedes Mal. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. Da. Bruce ist hinter uns her. Ausgewichen. So. Hier ist noch Schrott. Und da ist noch Schrott. Und wieder ausgewichen. So. Nehmen wir noch die Silberalge mit. Verwunderlich, verwunderlich. Kein Fisch, kein Adler. Naja, der Fisch wird schon noch kommen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier komplett nix ist. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Guck mal hier, wir haben doch unsere Heilsalbe. Können wir doch schmieren. So, und dann gehen wir mal hier runter und machen weiter. Diese Stelle hier werde ich nie vergessen. Mit unserem David Copperfield-Fisch. Das war echt ein Megaschock. Vor allem, weil die Fische halt echt Megaschaden machen. Und ich höre ihn auch schon. Mal wenigstens einen bekommen. So viel Sammelnetze, wie wir jetzt die letzte Zeit versemmelt haben, brauchen wir ja auch wieder ein paar Fischis für das Pulver, ne? Weise Bescheid. So, es kann aber natürlich wirklich sein, dass wir durch unser wahnsinniges großes Floß einige Performance-Probleme bekommen, weswegen das jetzt so stockt, obwohl ich wirklich glaube,
dass es am Update liegt. Weil seitdem wir das Update haben, haben wir erst diese Stockungen. Ich weiß es nicht. Ja. So. Ja, so wunderbar. Ganz relaxed. Durchschwimmen. Ist auch schon wieder kein Fisch. Aber eine Silberalge. Obwohl, ich höre es schon wieder blubbern. Kann natürlich auch sein, dass wir das sind. So. Und wieder hoch. Und wieder runter. Zack. 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 Ja, da ist ein Fisch. Dem Fisch schwimme ich jetzt hin. Den will ich haben. Wenn ich ihn jetzt schon sehe, ist er weg. Zack. Zack. Und zack. Flupp. Dann haben wir schon zwei. Und können weiter looten, solange wir was sehen. So, hier ist noch was. Oh oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Und wir sehen gleich nichts mehr. Und der Hai ist schon wieder da. Weil ich glaube, wir haben eine Flosse verloren. Da, 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 da. Ja, der hat uns jetzt gleich. Der hat uns jetzt gleich. So. Runter. Und weitermachen, bis nichts mehr geht. In der Kamikaze-Mission hier. Zack. Zack. Ist alles noch voll. Voll mit Seetang. Ja, jetzt ist es gleich rum. Stroh rum. Das wollen wir alles nicht, was hier rumliegt. Hier waren wir schon, ne? Ist nichts mehr. Das ist doch, glaube ich, noch Lehm, oder? Oder Ton. Das ist auch noch Ton. Jetzt werden wir gleich dem nächsten Fisch in die Arme fallen. Bei unserem Glück. Ja, so schwimmt man also, wenn es dunkel ist. Aber jetzt guck, jetzt kommt der Mond, jetzt sehen wir wieder ein bisschen mehr. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir sind, gell? Ja, wo sind wir denn? Ach, da sind wir. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, wir haben wieder einiges mitgenommen. Wir müssen ja nicht komplett alles hier abzwacken. Aber wir haben jetzt schon wieder einiges bekommen, damit wir wieder schmelzen können.
So. Und flupp. Und zack. Und ich weiß, ich wollte Ausschau halten, aber ich habe ja auch nichts gesehen. Ich habe ja schon so ein bisschen geguckt. Zack. Lass uns mal wegsortieren. Scharnier. Wow. Bolzen. Wir haben wieder das bekommen. Das können wir einschmelzen. Blam blam. Wir haben die Fische. Und Hai haben. So. Wunderbar. Guck mal hier, dann schmeißen wir das gleich mal auf die Schmelze. So. Das schmeißen wir hier rein. Dann können wir das dann schmelzen und das dann schmelzen und das dann schmelzen und den Rest den machen wir mal da hoch. So und eins davon kommt da rein. Ja, super. Aber trinken. Mal was trinken. Mal was essen. So, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Gucken wir mal. Nehmen wir mal das. So, jetzt sind wir das erste Mal wieder versorgt. Und dann würde ich sagen, wir binden uns los. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Können wir ja eigentlich hier gleich drauf schmeißen. Wir brauchen wieder Holz. Das ist klar. Nehmen wir von hier unten mal Holz. So. Und dann können wir nämlich das Pulver gleich wieder wegsortieren. 15 Netzkanister haben wir noch. Ist okay. Ist okay. So. Euch geht's auch gut? Ja. Ja. Und wie gesagt, Not geht je elend mit dem Nebel. Aber wir kriegen das schon hin. Ich habe wieder Fata Morganas Wunschdenken. Und es regnet mal wieder. Was ein Wetter. So. Wieder hier draufschmeißen. Okay, prima. Dann, wie gesagt, sind wir es eigentlich soweit. Wir werden mal schauen, wo wir jetzt hinkommen, wie es jetzt weitergeht. Und hoffen, dass wir natürlich irgendwelche besonderen Tiere dann auch in der nächsten Folge finden. Das heißt natürlich dann auch die nächste Insel. Oder auch positiv denken, die Bootsinsel. Bis dahin!